So, meine liebe Zuschauerschaft, willkommen mal wieder beim Reisegruppe Suff Tippspiel. Wir gehen mittlerweile unglaublich in die dritte Saison. Diesmal wird das Ganze im Gegensatz zur Vorsaison etwas dünner ausfallen. Das heißt, wir lassen die dritte Liga und die Europa League weg. Wie gesagt, dann ist es nicht ganz so aufgebläht. Dann bleibt immer noch die erste Bundesliga, die zweite Bundesliga, der DFB-Pokal und die Champions League. Teilnehmen könnt ihr immer noch, falls ihr es immer noch nicht wisst, im Web unter reisegruppe-suff.halbzeit.app oder ihr könnt euch, wie ich, die App runterladen. Die meisten von euch werden ja wohl am Handy tippen. Die gibt es für Android und für iOS und das könnt ihr als Tippspielname auch einfach reisegruppe-suff angeben. Vergesst bitte unbedingt nicht, die Bonusfragen zu tippen. Falls ihr keine Ahnung habt, dann ratet halt. Ich meine, ihr könnt keine Minuspunkte bekommen. Die Frist endet immer am jeweils ersten Spiel, außer für die zweite Liga. Dort habe ich aus Kulanz, weil es halt ein bisschen früher losgeht, gesagt, okay, ihr habt die ersten zwei Spieltage Zeit und könnt dann immer noch ganz entspannt die Bonusfragen beantworten. Preise gibt es mal wieder nicht wirklich, beziehungsweise nur symbolische, denn wir machen das Ganze hier ja nur aus Spaß an der Freude. Die ersten fünf Platzierten aus jedem Wettbewerb bekommen von mir ein signiertes Stück Toilettenpapier zugesendet. Das Ganze hat ja mittlerweile mal wieder mehr Tradition als RB Leipzig. Und außerdem, das ist seit letzter Saison auch neu, ihr bekommt außerdem noch einen QR-Code, den könnt ihr dann scannen. Und dann habt ihr eine Urkunde für eure außerordentlichen Leistungen in dieser Saison. Also wie gesagt, wenn ihr unter den ersten fünf seid. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zu erwähnen. Ich glaube aber mal nicht, ist ja alles recht selbsterklärend. Ich hoffe, dass mal wieder so viele wie möglich mitmachen, weil es einfach extrem viel Bock macht, in so einer großen Runde mitzutippen und Woche für Woche zu sehen, jo, wie gut war ich so im Vergleich zu den anderen. Ich wünsche allen, die sich dazu entschieden haben, mitzumachen, viel Spaß. Und ja...